Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute über Enums sprechen, gell? Ja, was sind denn Enums, gell? Enums sind so Bezeichner, programminterne Bezeichner, nicht für den Benutzer gedacht, gell? Und zwar sind das Bezeichner, die eben verschiedene Dinge dann unterscheiden sollen, gell? Und um verschiedene Dinge, die irgendwo doch etwas gemeinsam haben, die etwas Gemeinsames darstellen, gell? Und wo man dann zum Beispiel ihren Zustand dann unterscheidet, gell? Und ja, man spricht da auch von Aufzählung dann, gell? Also eine Aufzählung von Dingen, die irgendetwas sein können, gell? Zum Beispiel, wenn wir den Zustand ja, eines Prozesses, gell, im Rechner dann darstellen wollten, könnte man ein solches Enum machen, und das Enum, das könnte dann eben Ready Running Waiting sein, gell? Aber das Ready Running Waiting wäre dann für den programminternen Gebrauch, gell? Also nicht für die Ausgabe oder so, gell? Aber es wäre vielleicht ganz nett, wenn man dann ein Ready Running Waiting als ja, irgendwie als Konstante dann hit, gell? Und das ist ein Enum, gell? Wenn man also so selbst definierte Konstanten dann anlegen kann, deklarieren kann, gell? Die man dann programmintern verwenden kann, gell? Und zwar zählt man hier die einfach auf, gell? Und dargestellt werden sie intern eigentlich als Zahl, gell? Und zwar das erste, wenn man es nicht anders angibt, ist eine 0 dann, gell? Also das heißt, wenn man jetzt ready running waiting dann so als Enum darstellt, gell, dann wäre das Ready dann das, das eigentlich die Null darstellt. Gell. Und ja, wir haben so eine Situation gesehen, wir haben die Zustände der Automaten in einem Programm dargestellt, und da haben wir dann nicht geschrieben Q0, Q1, Q2, sondern wir haben eben geschrieben 0, 1, 2. Gell. Wir haben Zahlen verwendet, um eben etwas ja, unterscheidbar zu machen, gell? Also verschiedene Situationen dann darzustellen, und da haben wir einfach Zahlen verwendet, gell? Und genau das kann man mit einem Enum machen, gell? Was ist wichtig, diese Enums, das sind keine Zeichenketten, gell? Sind keine Zeichenketten, das sind Zahlen, und wenn man die mal ausgibt, gell, dann sieht man, gell, welchen Wert sie darstellen, diese Enums, gell? Ja, wie werden die oft verwendet? Gell? Man kann sie ohne TypeDef verwenden, gell? Aber oft werden sie mit einem TypeDef verwendet. Gell? Dann kann man diesem Enum einen Typennamen machen, wird sein Typ daraus. Gell? So ähnlich wie beim Struct muss man auch vorher ein TypeDef machen und dann Struct irgendetwas, gell? Und dann dahinter den Namen des Typs, den wir jetzt gemacht haben. Gell? Ja, hier haben wir ein kleines Beispiel auf dem Moodle. Gell? Und zwar haben wir hier ein, ja, so ein Enum, das einen Wochentag darstellt, gell? Und jetzt könnte man zwar, wenn man die Wochentage irgendwie unterscheiden wollten, könnten wir dann sagen, ja, Montag, gell, schreiben wir ein 1 hinein, gell, Dienstag schreiben wir 2 hinein, Mittwoch schreiben wir 3, gell, und so weiter, gell? Und so könnte man die Wochentage alle schön durch eine Zahl darstellen, gell? Oder aber wir können sagen, ja, wir verwenden ein Enum, gell, statt einer Zahl. Und jetzt könnten wir das so machen. Wir könnten also sagen, gell, Enum, Wochentag, gell, so Syntax ganz ähnlich wie beim Struct, steht halt der Struct voraus beim Struct, aber hier ist ein Enum, das ist also eine Aufzählung, gell. Okay, Enum, Wochentag, und dann könnten wir dann sagen, Montag ist gleich 1, gell, und jetzt haben wir hier mit dem ist gleich 1 bewirkt, dass er nicht bei 0 beginnt, sondern bei 1, gell, also Montag entspricht dem ersten Tag der Woche, also schreiben wir eine 1 hinein, gell. Dann haben wir Dienstag, Dienstag ist dann um 1 größer, ist 2, Mittwoch ist 3, Donnerstag ist 4, Freitag ist 5, Samstag ist 6 und Sonntag gibt es hier keinen, gell. Ja, man konnte hier auch sofort eine Variable definieren, gell? Wenn man also diese Deklaration des Enums von einem Bezeichner folgen lassen, dann wird das eine Variable von vom Enum, gell? Also dieses bla wäre dann eine Variable, und wir können Enums hier zuweisen, gell? Also wir könnten Montag hineinschreiben mit Mo, gell? Aber wenn wir es ausgeben, dann wäre es eine Zahl, kein Text, gell? Das ist wichtig. Was wird aber oft gemacht? Oft wird es mit TypeDef verwendet, gell? Also voraus ein TypeDef, dann das
dem wir einen Namen geben wollen als Typ, gell, und dann den Wochentag, dann wird das ein Typ, gell, keine Variable. Wenn also ein TypeDef voraus ist, dann wird es ein Typ, gell. Wenn kein TypeDef voraus ist, gell, dann wird es klar eine Variable, gell. Mhm. So, was haben wir hier noch, gell? Also hier haben wir ja einen Typ, gell, einer Struktur, und mit dieser Struktur könnte man ja die Tagestemperatur dann darstellen, gell? Das sind dann zwei Dinge, einmal der Wochentag und zum zweiten die Temperatur, gell? Und der Wochentag haben wir gerade ein Enum hier deklariert, also können wir sagen, ja, diesen Typ vom Wochentag, gell? Also das soll der Tag sein in diesem Strukt. Und die Temperatur stellen wir einfach als flat dar, gell? Ja, und dann haben wir noch eine Ausgabe, die aus einem solchen Strukt hier, gell, eine Ausgabe machen soll, gell? Und hier haben wir die Ausgabe geschrieben. Und was macht man hier? Ich bekomme hier diese Struktur. Und definiere hier ein Jarfeld, um einen Text hineinzuschreiben, gell? Und zwar, wenn ich einen Text ausgeben will, dann muss ich auch Text irgendwo haben, gell? Okay? Eine Zeichenkette. Und das mache ich, indem ich jetzt den Tag unterscheide, gell? Ich frage, ja, welcher Tag ist denn hier in diesem Strukt drinnen, gell? Und wenn hier Mo steht, gell? Mo ist ja das Enum, gell? Wenn das Mo hier steht, dann, ja, dann schreibe ich in diesen Text Montag hinein. Gell? Und so kann man es machen, gell? Und ja, was mache ich am Ende? Die Temperatur von Montag, gell? Jo, was sollen die werden? Die soll dann ein Integer werden, gell? Mhm. Jo, dann gehen wir das mal probieren. Ah na, das Main habe ich noch. Ja, im Main steht nicht viel drinnen. Gell? Im Main gehen wir hier Montag zuweisen, gell? Weil die anderen Tage sind nicht implementiert. Habt ihr gesehen, da fehlt drunter das ganze Switch, gell, das ist noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter, das fehlt, gell. Mhm. Was mache ich? Die Temperatur, das ist dieses Strukt, gell, aus einem Enum und der Temperatur, gell. Und jetzt weise ich hier mal dem Tag den Montag zu, gell. Und zwar ist das jetzt eigentlich eine Zahl der Montag, aber im Programm kann ich jetzt Mo verwenden statt 1, gell? Und das macht mein Programm lesbarer, gell? Also Enum hilft uns Programmierer, gell? Mhm. Ja, dann die Zuweisung einer Temperatur und dann mache ich die Ausgabe, gell? Ja, jetzt wollen wir das mal machen. Mhm. So. Und ja. Achso, das ist gleich das nächste Beispiel. Moment. So. Nochmal hoch. Also, okay, dieses ist das Beispiel. Das ist dieses Enum-Test, gell? Und zwar Test-Enum. Mhm. Was kommt heraus? Montag, gell? 10 Grad. Mhm. Fein, gell? Okay. Ja, ein anderes Beispiel. Jetzt waren wir gerade drinnen, Automat. Bei den Automaten ist es dann. Also, den können wir als Enum dann darstellen. Jetzt habe ich das nicht modularisiert, einfach nur in einer Datei drinnen. Und was mache ich da? Mhm. Ich gehe jetzt mal das Enum, gell, mit TypeDef dann deklarieren. Und zwar, das Enum, das soll mir dazu dienen, die Zustände darstellen zu können. Anstatt einfach nur die Zahlen 0, 1, 2 zu verwenden, will ich einen Bezeichner, der mir dabei hilft, den Zustand erkennbar zu machen. Und anstatt Zustand Q0 zu sagen, sage ich, das ist der Zustand, wo ich noch nichts habe. Zustand Q1, das ist der Zustand, wo ich eine 1 habe. Zustand Q2, das ist der Zustand, wo ich eine 1 und eine 0 habe, gell? Und das Ziel ist ja 101 zu erkennen, das ist der 101 Automat, den wir schon gesehen haben, gell? So, also, was geht denn hier? Jetzt gehe ich diese Übergangsfunktion tabellarisch darstellen, und zwar, anstatt zu sagen, ich gehe nach Q0 oder nach 0, schreibe ich, ich gehe nach Q nichts, wo ich nichts habe. Gell? Das heißt, wenn ich also nichts hatte und das kommt bei 0, mit der 0 kann ich nichts haben, also habe ich weiterhin nichts. Bin ich in Q0 und es kommt eine 1, dann gehe ich in
Q1, wo ich eben die 1 habe, gell? Wenn ich nachher eine 0 bekomme, dann bedeutet das, dass ich nach dem 1er 0 habe, also habe ich 1, 0. Gell? Kommt hingegen ein 1, dann gehe ich nicht weiter, aber ich kann hier bleiben, wo ich eine 1 schon habe. Gell? So, wenn ich in Q2 bin, gell? Ich habe also schon 1 und 0. Wenn noch ein 0 kommt, dann ist vorbei, muss ich zurück zum Anfang. Kommt eine 1, dann ist toll, dann kann ich sagen, ich gebe jetzt eine 1 aus, gell? Und gehe zurück zu Q1, gell? Und ja, das ist die Ausgabe. Die Ausgabe ist jetzt 0 und 1, so wie wir es letztes Mal gehabt haben, gell? So, was mache ich hier noch? Ich gehe den, den Zustand definieren, gell? Ich als eine Variable machen mit dem Typ, den ich gerade oben als enum deklariert habe. Und was schreibe ich hinein? Die Initialisierung mit qnix, gell? Also qnix, ich habe noch nichts, gell? Das ist der Anfang, gell? Und ja, und dann mache ich hier mal Folgendes: Ich gehe mal den Zustand ausgeben, gell? Und ich gebe raus, wie groß diese Variable ist, gell? Und ja, das wollen wir dann mal schauen, gell? Und ja. So, und was habe ich denn? Der Anfangszustand ist 0, gell? Also das ist die Zahl, die ich eben durch mein Enum hier darstelle, gell? Und size of 4, gell? Also size of vom Zustand gibt mir 4 zurück, also die Größe eines Integers, gell? Und wenn wir jetzt da mal was eingeben, so, was kommt heraus, gell? Es kommt die 1 nach dem 101, gell? Und dann nochmal 01, also nochmal eine 1 und dann ganz am Ende habe ich hier noch zweimal 10101, gell? Also habe ich nochmal zweimal die Ansage, dass es drinnen ist, das Muster, gell? Jo, schön.